Jetzt also bei uns hier in der Law School geht es weiter mit digitale Wege zur Demokratiestärkung in Vereinen und Verbänden. Und darin geht es um das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe. Das fördert im Zeitraum von 2020 bis 2024 Projekte, die Antworten auf die Frage haben, welche Chance bietet der digitale Wandel für Vereine und Verbände, insbesondere eben in strukturschwachen und in ländlichen Regionen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was uns Lan Böhm und Alexander Kitterer sowie Katrin Hühnemörder alles erzählen werden. Viel Spaß bei dieser Session. Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Hallo von mir zur Session Digitale Wege zur Demokratiestärkung in Vereinen und Verbänden. Wir freuen uns, dass wir beim Digital Social Summit dabei sein dürfen und ein paar unserer Erfahrungen heute mit euch diskutieren und teilen dürfen. Mein Name ist Lan Böhm, ich bin von der Bundeszentrale für politische Bildung und dort zuständig für politische Bildung in ländlichen und strukturschwachen Regionen, wie von Theresa Sickert gerade auch schon anmoderiert. Und ein Teil davon ist das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, das seit 2010 eben Projekte fördert, die Demokratiestärkung, Teilhabe und Extremismusprävention in Vereinen und Verbänden unterstützt. Wir haben seit 2010 mehr als 300 Projekte mittlerweile schon in die Förderung aufnehmen können. Und wollen das natürlich auch fortlaufend tun. Wir tun dies oft auf Landesebene. Da sind also zum Beispiel Feuerwehrverbände dabei, Sportverbände, aber eben auch Naturfreunde, THW, also all die Organisationen, die noch das Potenzial haben, engagierte Personen in ländlichen und strukturschwachen Regionen zu erreichen und für unser gemeinsames Ziel, unsere Demokratie zu gewinnen. Was wir allerdings auch tun, ist, dass wir uns alle paar Jahre einen fachlichen, thematischen Schwerpunkt auswählen. Also einen Aspekt in der Demokratiearbeit in Vereinen und Verbänden, den wir besonders stärken wollen. Ich war vor 2 Jahren beim ersten Digital Social Summit und da, nicht nur da, aber dort wuchs sozusagen die Idee oder auch die Frage, was kann es eben sein, die Digitalisierung als Zukunftsaufgabe für Vereine und Verbände? Das ist eine Herausforderung, auf die nicht alle Organisationen schon ausreichend vorbereitet sind. Es gibt zwar sehr, sehr viele kleine Initiativen und Startups, die sich da große Gedanken machen, die viele tolle Tools entwickelt haben, aber die großen Organisationen, die sehr ehrenamtsreichen, mitgliederstarken Organisationen, die tun sich in der Anwendung dieser digitalen Tools eben noch schwer, haben vielleicht auch Berührungsängste. Und das war unser Ansatz, ein spezielles Förderprogramm dazu aufzulegen. Wir haben auch eine kleine Präsentation mitgebracht und ein paar der Dinge würde ich euch jetzt gerne dazu erzählen. Ich gebe sozusagen einen kurzen Überblick über die Programmphilosophie hinter diesem Förderansatz, bevor mein Kollege ein paar Learnings teilt und die Katrin von Mediale Pfade dann euch einen Einblick in die Praxis gibt. Zuallererst ist vielleicht noch mal zu wissen oder interessant zu sagen, können wir direkt auf die zweite Folie springen, dass uns ganz, ganz wichtig war, die Projekte, die wir jetzt fördern können, über einen längeren Zeitraum zu fördern. Wir haben schon gehört, digitale Demokratiebildung, digitale Demokratiestärkung, das sind lange Prozesse. Das heißt, wir werden oder wir fördern jetzt seit 2020 7 Projekte mit jeweils bis zu 140.000 Euro im Jahr. Und diese Projekte arbeiten als ein Tandem. Die Grundidee ist, wir haben über unser Programm Zusammenhalt durch Teilhabe den Zugang zu Organisationen, die dieses digitale Know-how brauchen, die das gut anwenden könnten in ihren Strukturen, aber eben nicht wissen, wie. Und es gibt eine Reihe von wirklich fitten und irgendwie kreativen Organisationen, die super gute Erfahrungen haben im digitalen Raum. Und diese beiden Welten haben wir eigentlich zusammengebracht. In der Folie mal bitte weiterklicken. Genau, also die Frage war im Endeffekt, wie können wir diese Vereine und die Verbände in die Lage versetzen, sich der Herausforderung Digitalisierung zu stellen und eben diese digitalen Tools auch sinnvoll zu verankern, nachhaltig zu verankern. Wie können sie erkennen, dass der digitale Wandel für sie auch Chancen sozusagen bietet, besonders wenn sie in strukturschwachen und ländlichen Regionen gelegen sind, um zum Beispiel dann Fragen zu klären, wie können wir unsere ehrenamtlichen Ressourcen bestmöglich einsetzen, wie können wir Teilhabe- und Partizipationsfragen mit digitalen Tools tatsächlich besonders auch stärken und befördern. Also nicht nur Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern um tatsächlich auch die verbandlichen Ziele und Interessen, die eigene Motivation daraus besonders zu stärken. Als wir 2020 mit diesem Modellprojekteschwerpunkt angefangen haben,
kurz ein paar Monate später kam Covid-19 auf uns alle runter. Und keine Frage, das hat dieser ganzen Digitalisierungsfrage eine unglaubliche Beschleunigung verschafft. Auf einmal waren die Vereine mittendrin in dieser großen Frage, wie können wir unser Vereinsleben eigentlich digital umsetzen und irgendwie online organisieren. Bitte mal eine Folie weiter. Genau, insofern war dann eben die Frage, können wir die Mission, die Mission, die wir uns am Anfang gemeinsam überlegt haben, auch in dieser wirklich krassen Beschleunigungszeit überhaupt umsetzen? Auf einmal stellten sich die Vereine die Frage, wie können wir eigentlich unsere Mitgliederversammlung online abhalten? Wie stellen wir sicher, dass wir auch in Distanzzeiten mit unseren Mitgliedern, mit unseren Ehrenamtlichen gut kommunizieren? Wie können wir sie nach wie vor in Vereinsprozesse einbeziehen? Wie können wir sozusagen unsere Verbandsentwicklung im Sinne von unseren Bildungsangeboten, unserer Einsatzplanung, unserer Freizeitgestaltung auch sinnvoll mit digitalen Tools unterstützen? Und natürlich war dann der Impuls, sofort zu sagen, okay, alles her, was an Technik und digitalen Tools da ist, wir müssen jetzt alles sofort benutzen und dann wird alles gut. Und natürlich könnt ihr euch denken, dass das nicht die sinnvolle Lösung für alle Probleme war, sondern erstmal auch eine große Überforderung einsetzte. Technische Hürden, fehlende Breitbandstrukturen oder überhaupt fehlendes technisches Equipment, auch Berührungsängste, bestimmte digitale Instrumente auszuprobieren. Und deshalb auch unter Eindruck der Pandemie halten wir sozusagen an unserer Mission fest, dass wir anstreben oder dass wir diese Rahmenbedingungen wollen wir mit der Förderung schaffen. Es soll eine sinnvolle Verankerung von digitalen Verfahren sein und sie soll eben das Ziel haben, nicht die App zu nutzen, weil es sie gibt, sondern weil sie uns und die Mitglieder dabei unterstützt, besser miteinander zu kommunizieren, Teilhabeprozesse zu ermöglichen, überhaupt Engagement zu ermöglichen, weil ich mich eben auch online und digital einbringen kann, von anderen und mit anderen zu lernen. Das heißt, die große sozusagen Leitplanke für unsere Förderung ist auch, dass das Ganze als ein Change Management und ein Verbandsentwicklungsprozess verstanden werden muss. Wie machen das unsere Projekte? Wie können sie das erreichen? Ich glaube, viele von euch haben gestern Abend auch die Keynote von Amy verfolgt und waren begeistert. Und ganz, ganz viel, was sie erzählt hat, passt eigentlich zu dieser Folie oder zu diesem Mindset, das wir auch versuchen wollen, mit unseren Projekten umzusetzen. Es geht erstmal darum, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, ein gemeinsames Ziel. Warum wollen wir das? Was bringt uns das als Verband? Was bringt das unseren Mitgliedern? Was ist die Motivation? Und erst danach sozusagen zu fragen, was brauchen wir für Tools, um das zu erreichen. Das heißt, wir müssen erstmal uns überlegen, was sind die Bedarfe in unserem Verband. Wir müssen die Personengruppen im Verein einbeziehen, die Community, die durch Digitalisierung und digitale Tools etwas zu gewinnen hat. Es muss entsprechend eben auch eine Skepsis oder den Widerstand, den es gibt, mit konkreten Fragen und Angeboten überwunden werden. Und wenn das alles geklärt ist, wenn man sich wieder sozusagen kennengelernt hat, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, dann kann eben auch der Raum entstehen, um ein passendes Tool, was es schon gibt, auszuwählen und die Mitglieder zum Beispiel daran zu schulen und das gemeinsam auszuprobieren und zu implementieren oder aber auch neue Tools zu entwickeln, die dann eben in dem Verband eingesetzt werden können. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass es sozusagen spielerisch passiert, dass es kreativ passiert, dass die Hemmschwelle mitzumachen ganz, ganz niedrig ist und dass sie sozusagen keine zusätzliche Arbeit macht, sondern dass sie in bestehende Abläufe und Strukturen des Vereins gut hineinpasst. Das heißt, dass man sich zum Beispiel überlegt, wie ein typisches Vereinstreffen mit digitalen Tools angereichert oder unterstützt werden kann, aber nicht irgendwie jetzt zusätzlich ein digitales Treffen aus dem Boden gestampft wird. Genau, also ganz kurz zusammengefasst, nochmal um sozusagen dieses Framework zu verstehen. Wir, nochmal durch Teilhabe, wir sind der Fördermittelgeber, wir stellen Geld und Know-how zur Verfügung, um eben in diesen Verbänden das Rahmenkonzept, dieses Setting irgendwie zu ermöglichen, wirklich über viele Jahre gemeinsam zu lernen, sich gemeinsam zu fragen, was unsere Bedarfe, mit welchen Tools können wir das erreichen und welche demokratische Praxis müssen wir sozusagen dann auch als Verein von der obersten Vorstandsetage bis hin zum einfachen Mitglied miteinander vereinbaren und machen. Das braucht Zeit und Geduld, das braucht sozusagen auch eine Resilienz, dass Rückschläge passieren werden, dass Menschen Vorbehalte haben werden, dass wir auch vielleicht auch gerade ältere Mitglieder dabei unterstützen müssen, diesen technischen
sozusagen Fortschritt oder diesen technischen neuen Möglichkeiten auch aufgeschlossen zu sein. Wir müssen uns immer wieder Verbündete in unserem eigenen Verband für diese Fragen suchen. Und Schulen natürlich. Und wir müssen, glaube ich, aber auch dafür sorgen, dass die Tools niedrigschwellig sind und in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Settings genutzt werden können. Und wie genau das die einzelnen Vereine jetzt machen, was da schon für die entstanden sind, da gebe ich jetzt ab an meinen Kollegen, den Alexander Ketterer. Danke. So, jetzt kann ich mich live schalten und dann nochmal in den Vollbildmodus gehen. Genau, Alexander Ketterer. Ich bin Projektreferent eben in der Regiestelle des Bundesprogramms und insofern in der Betreuung der Projekte, sowohl jetzt in der klassischen Projektarbeit als auch eben im Programmbereich 3a. Zuständig, um das ein bisschen zu koordinieren, habe bei der Entwicklung mitgewirkt und ja, bin einfach im Austausch mit den Projekten, sodass ich jetzt ein paar Einblicke geben kann und gleichzeitig schon vorwegnehme, dass es vielleicht auch noch ein bisschen allgemein bleibt und glücklicherweise aber die Katrin noch da ist, die es dann ganz konkret auch machen kann, aber jetzt vielleicht, um auch noch mal ganz kurz auf so ein paar methodische Ansätze oder was vielleicht auch in den Anträgen sich überlegt wurde und jetzt am Anfang umgesetzt wurde, einzugehen, wollte ich da, ja, würde ich einen kurzen Überblick geben, noch mal so ein paar Leitfragen, die sich auch stellen und dann auch noch mal ganz konkret, welche Projekte oder Projektpartner wir haben, um dann tatsächlich auch mal in ein Projekt reinzuschauen. Und genau, wurde ja auch schon angedeutet, eine konkrete Methode oder letztendlich eben auch auf der Maßnahmenebene ist die Beratung von Schlüsselakteuren im Verband. Das ist natürlich ganz klar, dass wir durch die Tandempartnerschaft schon interessierte Verbände letztendlich für uns gewonnen haben. Dennoch ist es natürlich so, dass es ja ganz unterschiedliche Strukturen und Ebenen gibt, auf denen Leute überzeugt werden müssen und das eben zum Beispiel jetzt auch ganz konkret vielleicht eben hinsichtlich Corona eine Frage sein, wie halte ich jetzt eine digitale Versammlung ab oder wie kann ich auch eine Wahl digital gestalten, dass die bestimmten Anforderungen genügt und dass da eben der Austausch mit den Schlüsselakteuren im Verband sehr, sehr wichtig ist, was eben auch jetzt gerade noch am Anfang steht. Wir haben jetzt doch auch sehr unterschiedliche Projektstände, weil einfach die Zeitpunkte, an denen begonnen werden konnte, auch unterschiedlich waren, steht eben zum Beispiel eine Bedarfs- und Zielgruppenanalyse, weil, wie angedeutet, sollen ja Tools, die dürfen durchaus existieren und implementiert werden, aber sollen je nachdem eben auch neu entwickelt werden, also dass dort einfach nochmal ganz konkret geschaut wird, was brauchen die Projekte. Das zieht letztendlich dann eben die Veränderung, Erneuerung von Abläufen mit, was eben aber auch auf der methodischen oder auf der Maßnahmenebene bedeutet, dass es nicht nur begleitet, sondern je nachdem auch dokumentiert werden muss. Also ist die Frage des Wissensmanagements spielt eben auch eine große Rolle. Also dass letztendlich auch Dinge, die man vielleicht schon weiß, irgendwie vorgehalten werden und auch neue Erkenntnisse dann eben nach und nach in diese Strukturen implementiert werden. Weil wie wir gleich sehen, reden wir jetzt ja eben auch über relativ große Strukturen, Landesstrukturen, sodass klar ist, dass sich auch ein Projekt immer gut überlegen muss, wie denn der Impact ist. Ganz konkret eben zum Beispiel auch genau Bildungsmaterialien, Handbücher, die erstellt werden können, entweder um so digitale Beteiligungsprozesse zu begleiten oder wie wir gleich sehen, auch tatsächlich inhaltlich dann da auch nochmal bestimmte Dinge in den digitalen Raum zu verlagern, die vielleicht eher analog bisher waren. Und die Belebung und Aktivierung von Kommunikationsstrukturen, man könnte sagen, es ist vielleicht auch eine Grundbedingung für so ein oder ein Gelingensfaktor für so ein Projekt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es bestimmte Prozesse, die es jetzt im Analogen eben auch schon gibt, abbildet und insofern das dann eben auch eine Maßnahme sein kann, das dann ganz konkret zu digitalisieren. Genau, so Fragen, also ich habe mir noch ein paar notiert, die jetzt auch aus den Projekten irgendwie gestellt werden. Ich habe schon gesagt, ne, wie halte ich digitale Versammlungen, aber wie erreiche ich eben jetzt auch einzelne Mitglieder, wenn das Vereinsleben tatsächlich brach liegt zurzeit? Wie vernetze ich mich langfristig, aber auch effektiv und vielleicht auch datenschutzkonform? Das sind ja auch Fragen, die bei so digitalen
Projekt eine Rolle spielen und zum Beispiel, wie sieht digitale Inklusion aus. Ganz kurz dann eben noch so eine Übersicht, jetzt hier snippetartig einfach nur, aber ich würde jetzt auch schon nochmal alle Projekte ganz kurz nennen und ein, zwei Sätze dazu sagen, aber letztendlich findet sich die Übersicht auch auf unserer Webseite, beziehungsweise entstehen jetzt auch nach und nach sehr, sehr schöne Projektwebseiten. Das heißt, wer da Interesse hat, gerne dann da auch nochmal nachschauen. Wie gesagt, auf Zusammenhalt durch teilhabe.de findet sich eine Übersicht. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, deswegen ist es auch okay, die so zu nennen, weil die auch bestimmt hier in dem Setting so ganz gut bekannt sind, Liquid Democracy zum Beispiel als Projektpartner, die, das lese ich jetzt tatsächlich ab, mit dem Arbeitskreis der Stadt- und Kreisjugendringe Brandenburg ein Projekt machen, zum Beispiel da auch mit der Jugendfeuerwehr in Kontakt stehen. Und das ein Projekt zum Beispiel jetzt ist, wo die Plattform von Liquid Democracy, Autocracy Plus, ganz konkret genutzt wird und gleichzeitig auch eine neue App entwickelt werden soll. Einfach um mal vielleicht zu sehen, was so die Inhalte dann auch sind. Wir haben ein Projekt von Politik zum Anfassen, die mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein unterwegs sind. Dort ihre PlaceM-App unter anderem benutzen. Wir haben Politik Digital, die mit der Sportjugend Hessen arbeiten und dort auch ihre Aula-Online-Lernplattform nutzen, implementieren und gleichzeitig immer wieder auch Bedarfe und neue Prozesse abbilden. Wir haben die medialen Pfade mit der deutschen Chorjugend. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber einfach nur, weil Katrin das gleich noch sehr anschaulich darstellen wird. Die Stiftung Digitale Chancen, die mit der AWO Schleswig-Holstein unterwegs sind und Together Online in the North steht da, Moin, gemeinsam online im Norden heißt das Projekt. Die Evangelische Akademie mit der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-Oberlausitz, das sieht man unten, die sich vor allem sehr inhaltlich auch mit digitalen Formaten beschäftigen, antisemitismuskritischer, rassismuskritischer Bildung und da Formate entwickeln. Und genau, den Deutschen Wanderverband, der jetzt gerade erst startet mit dem Netzwerkbahnhof Langstadt und genau, auch dort in dem großen Mitgliederverband Digitale Prozesse anstoßen. Das so als ganz grober Überblick. Letztendlich ist es immer die Frage, natürlich hat man bei digitalen Prozessen, weil die skalierbar sind, dann auch immer den Gesamtverband im Blick. Das finden wir auch schön. Gleichzeitig muss man eben auch immer gucken, dass es jetzt vielleicht auch von den Ambitionen nicht so hoch gegriffen ist, weil man vielleicht dann auch manche Zielgruppen überschätzt oder auch manche Strukturen ein größeres Beharrungsvermögen aufweisen, als man dachte. Aber natürlich ist es so, dass wir uns wünschen würden, dass auch vor allem Schlüsselakteure den Nutzen digitaler Tools sehen und letztendlich eben aber auch Organisationsstrukturen so bereitet werden, dass diese digitalen Tools implementiert werden können. Und was auch aus Programmgebersicht natürlich bei solchen digitalen oder im digitalen Raum immer interessant ist, ist auch die Frage der Übertragbarkeit. Das heißt, Dinge, die eben in anderen Projekten entstehen, können nicht ohne weiteres, sondern da braucht es natürlich auch immer eine Transferleistung, aber übertragen werden, sodass dann eben diese auch anderen zur Verfügung stehen. Und natürlich würden wir uns wünschen, auch als ein Ziel in den Projekten, dass dann eben auch künftig solche Tools und Mittel weiter benutzt werden. Genau, soweit von mir. Und dann beende ich mal meine Bildschirmfreigabe und übergebe gern an Katrin. Ja, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Lan und Alex haben ja schon sehr gut beschrieben, was die Ziele von Zusammenhalt durch Teilhabe sind, insbesondere in dem Projekt oder in dem Programm, wo es darum geht, Vereine und Verbände zu stärken. Und ich teile ganz kurz auch meinen Bildschirm, um euch so einen ganz kleinen Eindruck zu geben in das, wie das denn ganz konkret aussehen könnte.
Wir arbeiten als Mediale Pfade, also ich bin Katrin von Mediale Pfade. Wir sind sozusagen in dieser Tandem-Lösung, die hier angesprochen wurde, der Bildungspartner, diejenigen, die mit dem digitalen Know-how in die Kooperation gehen. Und wir arbeiten gemeinsam mit der Deutschen Chorjugend zusammen, jetzt intensiv seit August. Und ich würde euch ganz gerne so ein paar Eindrücke geben in ein paar Sachen, die wir entwickeln. Das ist natürlich nicht umfänglich und nicht alles, aber vielleicht kriegt ihr einen kleinen Eindruck, wie das so ganz konkret aussehen kann. Genau, ich habe schon gesagt, also unsere beiden Kooperationspartner, wir als Mediale Pfade sind aber eben überzeugt, dass es eine emanzipatorische Praxis mit digitalen Medien und neuen Technologien braucht, um eine offene, gerechte und solidarische Gesellschaft zu gestalten. Und wir entwickeln und implementieren zeitgemäße Bildungsformate und befähigen damit Menschen mit uns gemeinsam, dieses Ziel zu erreichen. Das ist unser Selbstverständnis. Und deswegen waren wir total froh, dass wir eine Kooperation eben eingehen konnten mit der Deutschen Chorjugend, einem bundesweiten Verband, der ca. 100.000 Jugendliche und Kinder vertritt in 3.500 Chören. Und vom Selbstverständnis unglaublich gut passte, weil sie eben neben der musisch-kulturellen Bildung sehr stark schon im Fokus haben, Frage von Partizipation und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, stark darauf setzen, dass sie eben Ehrenamt fördern, ehrenamtsfreundliche Strukturen schaffen und eben auch einen internationalen Austausch gehen. Also das passte sehr, sehr gut vom Selbstverständnis und wir haben uns dann eben überlegt, zusammenzuarbeiten in dem Projekt, was sich nennt Remix, Jugend singt und mischt sich ein. Und der Eindruck, den wir bisher haben, wir sind ja alle dann von der Situation überrascht worden, letztes Jahr, genau, mit der Pandemie dann eben diesen besagten Digitalisierungsschub dann in irgendeiner Weise dann auch mitgemacht zu haben. Und natürlich war das auch bei der Chorjugend der Fall, bei uns allen der Fall. Und es sind sehr, sehr interessante Prozesse entstanden, sodass wir gerade uns in diesem Spannungsfeld eben befinden von die Pandemie eben doch als Motor für digitale Prozesse anzusehen, die sie zweifelsohne einfach gebracht hat. Wir mussten ja uns schnell kreative Lösungen auch überlegen und eben aber gleichzeitig innezuhalten und zu gucken, führt denn Digitales einfach auch immer zu mehr Teilhabe? Und das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, die wir einfach immer wieder auch innerhalb des Projektes stellen. Und die wir noch nicht zu Ende ausgehandelt haben, sondern wo wir immer wieder auch überprüfen müssen, ob das, was wir jetzt tun, tatsächlich auch Demokratie stärkt, Teilhabe stärkt oder es eben andere Ausschlüsse gibt. Genau. Wir haben das auch mit einer Visionsentwicklung begonnen. Also wir haben uns überlegt, was soll denn eigentlich Ende 2024 passieren. Und damit nicht nur immer ich spreche, sondern ja auch ein paar AkteurInnen kennenlernt, zeige ich einen ganz kleinen Ausschnitt aus unserem Video. Genau, mach das einfach mal ganz kurz. Hom, hom, gung, gung, gudum. Yeah. Ich freue mich drauf, jetzt als komplettes Remix-Team mit euch zusammenzuarbeiten. Also wie schaffen wir es, dass sich alle beteiligt fühlen und die Bewegung und die Interessen von unten an uns herangetragen werden und die nicht warten, dass wir von oben etwas bestimmen? Wie schaffen wir es gut, digital Wissen weiterzuleiten? Und schnelle Befähigung junger Leute. Wie schaffen wir es, dass junge Leute sehr schnell von uns geschult werden, dass sie auch auf Verbandsebene mitarbeiten können? Und ich glaube, das kann jeder. Sollen wir nochmal zu einem anderen Tisch gehen? Kommst du mit? Ja. Habt ihr gerade schon einige Menschen gesehen, mit denen wir zusammenarbeiten? Das waren gerade diverse Vorstandsmitglieder aus der Chorjugend, aber eben auch Mitarbeitende von Mediale Pfade. Und wir haben uns das überlegt, so im ganz Groben, was wollen wir denn bis Ende 2024 sozusagen geschafft haben? Und wir haben uns überlegt, dass wir in drei großen Handlungsfeldern vorgehen wollen. Es geht einmal darum, verbandsintern zu schauen, wie können wir dort demokratische Prozesse und Beteiligung einfach anstoßen oder beziehungsweise unterstützen durch digitale Methoden und durch digitale Tools. Und was braucht es da an Qualifizierung, an Schulungen, nicht nur an Tools, sondern eben spezifisch an auch prozesshafter Unterstützung, um da
ja, die Verbandsprozesse zu unterstützen und zu schauen, dass eben mehr Menschen auch diesen Verband mitgestalten. Jetzt erstmal ganz unabhängig davon, ob sie singen oder Sport machen oder wie auch immer, sondern halt eben das, was ihnen Spaß macht, das gemeinsame Singen im Chor, das dann sich eben auch ausdrückt in dem, was die Chorjugend auch als Interessensvertretung dann leisten kann. Das zweite Handlungsfeld, was wir uns anschauen möchten, ist, dass die Chorjugend als demokratischer Erfahrungsort für einzelne Mitglieder auch gesehen wird, dass also einzelne Menschen sich in diesem Verband sich treffen, um gemeinsam zu singen, das ist das Ziel, aber eben auch, um demokratische Erfahrungen machen zu können und die dann wiederum übertragen zu können auf andere Bereiche ihrer Gesellschaft. Und das dritte Handlungsfeld, was wir uns anschauen, ist, dass die Chorjugend als Verband eben als Interessensvertretung auch als politische Akteurin in der Gesellschaft agiert, dass sich Chöre oder Chorverbände vor Ort meinetwegen vernetzen, vielleicht sich zusammentun, mit anderen Jugendverbänden für die gemeinsame Sache kämpfen, vielleicht sogar auch als Initiativen starten, sich auch über das gemeinsame Singen hinaus thematisch einfach einbringen und die Demokratie vor Ort beleben. Und das sind die drei Handlungsfelder. Und ich würde jetzt ganz kurz vielleicht ein paar ganz kleine Beispiele zeigen, wie wir in diesen einzelnen Handlungsfeldern eben agieren. Eine Sache, die wurde auch von Lan und Alex angesprochen, war natürlich, dass mit dem Eintritt in der Pandemie ganz viele Verbände und Vereine eben vor die Frage gestellt wurden, okay, was machen wir jetzt? Wie können wir denn unsere ureigensten Funktionen, demokratische Prozesse überhaupt ausüben, wenn wir uns eben gerade nicht mehr treffen dürfen? Und da haben wir natürlich auch dann sofort das Gefühl gehabt, dass die Kooperation dann gleich sehr fruchtbar sein kann, indem einfach diese ganze Frage von digitalen Mitgliederversammlungen, wie kann das eigentlich gut ablaufen, da sind wir gleich natürlich in das Thema gegangen und haben in dem zusammen ein digitales Wahltool entwickelt, gemeinsam mit einigen Landesverbänden der Chorjugend, die es eben den Verbänden und Vereinen dann möglich machte, auch digital Wahlen durchführen zu können. Unter digitalwahl.org ist das abzurufen und ist auch verfügbar für jeden anderen Verband oder Verein, der dies nutzen möchte. Das ist möglich, weil es eben bis Ende 2021 per Gesetz vorgesehen ist, dass eben solche Prozesse, Wahlprozesse für Vereine und Verbände auch digital durchgeführt werden dürfen. Und das war dann sozusagen ein bisschen aus der Not geboren, die Antwort halt auf die Frage, und ganz viele Vereine und Verbände innerhalb der Chorjugend, aber auch außerhalb, haben eben dieses Wahltool schon genutzt. Natürlich ist die Einführung oder die Entwicklung von Tools überhaupt gar nicht das Einzige, was man will, sondern es geht ja um die Prozessbegleitung. Wir haben also sehr stark uns auch überlegt, so wie kann man dann jetzt diese digitalen Veranstaltungen, die wir nun alle durchführen müssten, eben auch so gestalten, dass sie auch noch partizipativer werden, dass eben Leute, auch wenn sie sonst wo in Deutschland sitzen, sich an Prozessen beteiligen können, sich Anträge einreichen können, diese diskutieren können, und haben ganz stark eben überlegt, so mit welchen Tools können auch kollaborativ einfach neue Ideen entstehen. Und wir haben in diesem Themenfeld gearbeitet, haben auch sehr viele so Checklisten erstellt, natürlich zum einen zu so technischen Fragen, also was gibt es überhaupt für Plattformen, auf denen ich mich bewegen kann, aber hauptsächlich natürlich auch zu inhaltlichen Fragen. Wie stelle ich eine Interaktion her? Wie kann ich Emotionen auch im digitalen Raum übertragen und so weiter? Das sind alles eben Fragen, die wir uns gestellt haben, und auf unserer Projektwebseite remix.medialepade.org sind die auch alle einsehbar und für jeden auch zu verwenden. Eine Frage, die wir uns auch noch gestellt haben, neben der Frage, wie man eben so Veranstaltungen digital durchführen kann, ist auch die Frage, kann man das technisch nochmal unterstützen und beispielsweise auch Livestreamen. Wir sind ja alle in der Situation gewesen, dass wir jetzt auch gute technische Veranstaltungen durchführen mussten, teilweise auch hybrid das machen konnten und in dem Zusammenhang vielleicht auch neue Chancen sich entwickelt haben, nämlich dass ganz viel mehr Leute einfach auch mit dabei sein konnten, und haben uns diesem Thema Livestreaming auch gewidmet und haben eine Tutorial-Reihe erstellt, die auch zugänglich ist, wo wir nochmal uns technisch mit den Fragen des Livestreamings auseinandergesetzt haben und da hoffentlich auch anderen eine Hilfestellung geben konnten oder können, um das eben auch gut durchführen zu können.
Eine zweite Sache, um das Handlungsfeld demokratischer Erfahrungsort nochmal sich anzugucken. Wir haben uns überlegt, dass das Singen ist jetzt erstmal irgendwie flach gefallen, weil Leute nicht mehr singen konnten, weil sie sich nicht mehr treffen durften. Aber wir haben eben geschaut, was gibt es an Tools, um das vielleicht doch zu machen, und haben dann auch in Kombination mit Livestreaming der Latenzarm geprobt auf Jamulus und sind auch dabei, noch Schulungsmaterialien zu erstellen. Jamulus ist ein Open-Source-Tool, was es eben erlaubt, Latenzarm zu proben. Ich gebe dann einen ganz, ganz kurzen Einblick und gehe dann auch schon gleich weiter, weil dann unsere Zeit auch... Das ist auch einer der Gründe, warum... Was ihr hier seht, ist eine Probe von 50 Menschen, die in ganz Deutschland verteilt waren, die eben über Jamulus, über diesen Server geprobt haben. Und das wurde live gestreamt. Es haben insgesamt an dieser Probe 300 Menschen teilgenommen. Und warum ich das zeige, ist, dass eben über solche digitalen Tools und die Schulung da drin jeder und jede Teilnehmerin auch ihre eigene Erfahrung steuern konnte. Es ist also nicht mehr so wie in der normalen Chorprobe, dass jemand vorne steht und dirigiert und das dann eben alles kontrolliert, sondern in diesen digitalen Räumen ist dann jeder dafür verantwortlich, dass das bei ihm selbst, aber auch bei den anderen gut läuft. Das sind auch nochmal ganz andere demokratische Erfahrungen, die wir da in diesen Räumen auch einfach machen können. Deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Und wir arbeiten jetzt sehr stark damit, auch viele Leute möglichst auch in dieser Art von Tools zu schulen, damit sie eben einfach das, was sie ausmacht, nämlich das gemeinsame Singen, was ja auch für sie in der Gemeinschaft so wichtig ist, weiterhin trotzdem ausüben können. Es gibt ganz viele weitere Sachen, die wir tun, aber aufgrund der Zeit springe ich gleich mal weiter, weil ich gerne noch auf einen Punkt eingehen möchte, der sehr wichtig ist, nämlich, dass die ganze Situation, in die wir gerade gekommen sind, eben auch dazu geführt hat, dass wir noch mal ganz andere Themen angehen können und sie auch sehr aktiv angehen, jetzt in der Chorjugend, und schauen, wie wir diese Themen digital unterstützen können. Und zwar geht es deshalb, weil eben viele Fragen des gemeinsamen Singens gerade so nicht möglich sind, ganz viel in den Veranstaltungen, die wir machen, in den Fortbildungsreihen, in den Schulungen machen, im Kontakt direkt auch mit den Mitgliedern, darum, wie wir uns als Chor oder als Chöre, als Chorverbände einfach eben noch anders thematisch aufstellen können und nochmal in andere Diskurse auch einbringen können. Wir haben uns jetzt spezifisch mit der ganzen Frage von Diversität, was ja auch ein starker Teil von Teilhabe ist, beschäftigt. Wir machen gerade einen Relaunch der Website, die barrierearm gestaltet wird. Wir beschäftigen uns damit, wie können denn Chöre eigentlich sich auch nochmal so aufstellen, dass sie nochmal ganz andere Menschen ansprechen, Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht von ihrem Elternhaus dahingehend gefördert werden, dass sie in den Chor gehen. Also die Frage von Diversität, von Inklusion stellt sich nochmal anders. Und es gibt gerade Zeit, diese Fragen auch zu diskutieren, was sehr schön ist. Und wir tun dies eben auch in digitalen Räumen und gucken, was es da auch nochmal für Möglichkeiten gibt, um diese Themen zu diskutieren. Und die Frage von Nachhaltigkeit, von Klima, Chor und Klima, ist jetzt vielleicht nicht das Erste, was einem einfallen würde, aber es ist gerade ein sehr großes Thema. Wir planen ein digitales oder hybrides Barcamp zum Thema Klima, und es gibt Projekte zu diesen Themen. Gerade gestern hatten wir eine ganze Session zum Thema Nachhaltigkeit im Chor. Wird ein neues Projekt geben, Earth Choir Kids. Also wir sind auch da innerhalb des Projektes dann bemüht, eben genau solche thematischen Diskurse zu unterstützen, damit die Chorjugend, die Chorverbände eben als demokratische Akteur, als politische Akteur in der Gesellschaft dann auch sich nochmal stärker positionieren können. Was bringt uns die Kooperation? Vielleicht als allerletztes. Eine tolle Sache wirklich, die wofür ich auch sehr dankbar bin, ist die Frage dieser ganzen des Wissenstransfers. Ist es wirklich durch diese Kooperation möglich, dass man nochmal einfach aus seiner eigenen Bubble herauskommt, und das ist nicht nur für die Chorjugend relevant, sondern eben auch für uns als mediale Pfade relevant. Das ist, glaube ich, ein ganz starkes Standbein dieser Kooperation, dieser Kooperationsprojekte, dass man da gemeinsam nochmal anders drüber nachdenken kann, in welchen Räumen bewegen wir uns und wie können wir das erweitern, was können wir voneinander lernen. Und
Die Frage von Wissenstransfer und Wissensmanagement beschäftigt uns stark in der Kooperation. Das sind auf jeden Fall Sachen, die wir weiterentwickeln werden, wo es dann von uns auch Neuentwicklungen geben soll. Und eine Sache, auf die wir uns gleich zu Beginn auch geeinigt haben in der Kooperation, ist, dass alles, was wir entwickeln, innerhalb der Kooperation open, also als offene Bildungsressource zur Verfügung stellen, sodass eben nicht nur wir, sondern auch andere Organisationen und Vereine davon profitieren können. Und genau, hoffen, dass das so der Fall ist. Ich möchte mich ja nochmal bedanken bei der Bundeszentrale für politische Bildung, weil das eine tolle Möglichkeit ist, eben auch langfristig in solchen Kooperationen zu arbeiten, Verbände und Vereine zu stärken, die ja doch häufig gerade in ländlichen Regionen teils die einzigen Strukturen sind, die da noch funktionieren. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr sinnvoll. Und genau, würde dann jetzt auch gucken, ob es Fragen gibt. Höre dann mal auf, meinen Bildschirm zu teilen. Ja, sind Fragen aufgetaucht? Erstmal noch mal ganz kurz einhaken. Kadi, ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der jetzt in unserem Vortrag noch nicht ganz deutlich oder klar geworden ist. Wir sprechen ja auch davon, wir können besonders Vereine und Verbände in ländlichen Regionen davon profitieren. Ich hatte vorhin schon kurz anskizziert, dass allein aus Infrastruktursicht und vielleicht auch technischen Hürden das nicht so einfach ist für viele Vereine und Verbände. Da ist, glaube ich, auch dank der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt an Struktur schon ein bisschen noch was dazugekommen. Aber was, glaube ich, das Entscheidende ist, die Technik muss ja den Menschen dienen und irgendwie die Möglichkeiten müssen den Menschen dienen. Also wie gehen wir dann mit dieser Struktur, mit diesen technischen Gegebenheiten auch um? Und da sind wir den Modellprojekten eben wiederum sehr dankbar, die da, glaube ich, sehr gute Impulse geben können. Welche Kompetenzen brauche ich und wofür wende ich die an? Und das ist, glaube ich, dann das Entscheidende. Danke. Ja, um das auch nochmal zu ergänzen, vielleicht im letzten Schritt, ist, dass es natürlich die Infrastrukturfrage immer wieder auftaucht. Das wird uns eine Weile noch begleiten, denke ich. Es ist einfach so, und das ist auch eben was wir stark diskutieren, ne? Die Frage von Zugängen, die wir jetzt nochmal ganz anders diskutieren. Also jetzt ist es vielleicht doch eher die Frage, wer hat Zugang zu Veranstaltungen, wenn man eben doch nicht das WLAN hat, was es dann dazu benötigt. Und das sind Sachen, die man gut aushandeln muss. Trotzdem denke ich, dass wir, obwohl uns diese Infrastrukturfrage weiterhin begleiten wird und ja auch nicht zu Ende, noch ganz zu Ende ist, kommen wir so langsam wieder auch in den Modus, wo wir wieder stärker inhaltlich und thematisch auch diskutieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was total wichtig ist, dass wir irgendwann auch mal darüber hinaus, also nicht nur irgendwie meckern, dass jetzt der Zoom-Ton wieder nicht funktioniert, sondern halt wirklich gucken, dass wir uns in diesen digitalen Räumen so gut auch auskennen, dass wir dann wieder thematisch auch diskutieren können. Und ich habe da das Gefühl, dass wir da eigentlich an einem ganz guten Punkt sind, noch nicht überall, dass wir aber auch neue Räume, neue digitale Räume uns erkunden und schauen, was da möglich ist, immersivere Formate uns anschauen und ja, und die halt nutzen. So, ne? Und dass irgendwann, ich glaube, das ist ja auch auf dem Digital Social Summit sehr klar geworden, irgendwann an diesen Punkt kommen müssen auch, wo wir die Technik als Gesetz sehen müssen und eben wieder mal inhaltlich sprechen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, aber es ist natürlich was wir nicht ausgehandelt haben, noch nicht. Aber wir kommen dahin. Ja, da würde ich vielleicht also einen Punkt ergänzen, nur, ne? Also, weil was ich jetzt auch spannend finde, also wie viel und wie ja, innovativ jetzt Dinge passiert sind und gleichzeitig dann so aus Projektübersicht ist es natürlich dann so, wenn man jetzt vielleicht an einen Erwachsenenverband denkt oder auch Verbände, die etwas konservativer sind, was ihre Gremienstrukturen, auch Hierarchien vielleicht angeht, dass da natürlich das auch durchaus nochmal eine Rolle spielen kann. Aber deswegen finde ich es umso schöner, wenn man eben auch so Vorbilder hat und man das auch sehr anschaulich machen kann, dass es durchaus eben auch die Möglichkeit gibt, da, also wie man so schön sagt, alle mitzunehmen und gleichzeitig eben natürlich andere Projekte vielleicht dann noch stärker am Anfang irgendwie auch dafür werben müssen, beziehungsweise zum Beispiel eben jetzt auch bei der Feuerwehr mit einer sehr komplexen Struktur, wenn es jetzt auch um Verantwortlichkeiten und letztendlich auch die Organisation und dem Zusammenspiel zwischen Landesebene und kommunaler Ebene geht. Aber genau, umso schöner, wenn man dann da einfach auch zeigen kann, dass man einfach auch mal loslegen kann. Also ich weiß nicht, wie es mit Fragen aussieht. Ich glaube, Lan, du wolltest auch noch was sagen, aber also wenn wir noch Zeit haben, gerne auch vielleicht noch einen Eindruck aus der Chorprobe. Ich weiß jetzt nicht, wie es zeitlich aussieht, aber
Ich hab tatsächlich noch einen Punkt, den ich gerne noch in die Diskussion einbringen möchte. Und wenn im Chat oder hier im Zoom-Raum jemand aus den Vereinen dazu eine Erfahrung gemacht hat, dann finde ich das auch interessant und hilfreich. Ich glaube, was man verstehen muss, was wir uns vorgenommen haben mit dieser Modellprojektförderung, ist tatsächlich ein richtiger Kulturwandel, eine Vereinsentwicklung oder eine Verbandsentwicklung, die jetzt mit digitalen Mitteln begleitet wird. Aber es sind so viele unterschiedliche Fragen aufgeworfen. Also nicht nur, wie kann ich Mitglieder an Entscheidungsprozessen in meinem Verein teilhaben? Wie kann ich Menschen motivieren, bei der Stange zu bleiben? Wie kann ich vielleicht auch kritische Themen wie Diskriminierungserfahrungen oder wie Rassismus im Verband, die meine Mitglieder betreffen, wie kann ich sowas sensibel thematisieren? Also es gibt eine ganze Fülle von Fragestellungen, die mit digitalen Mitteln unterstützend diskutiert werden könnten. Aber es gibt eben dann nicht das eine digitale Tool. Und das ist das, was die große Herausforderung für diese Tandems ist, aus dem großen Kanon der bestehenden Tools diese sozusagen herauszufiltern, die für die eigenen Fragestellungen passen, die auch von den Mitgliedern akzeptiert werden können. Genau, dass es eben nicht die One-Size-Fits-All-Lösung gibt und man ganz, ganz viel herumprobieren muss, wirklich ein bisschen im Try-and-Error-Prinzip. Und dass man zum Beispiel, wenn man weiß, okay, hier Chorjugend, die singen gerne, das klingt irgendwie, da kann man eben mit technischen Tools, die eine digitale Chorprobe und den Austausch damit einhergehend unterstützt, die kann man dadurch gewinnen. Aber zum Beispiel eine Organisation wie die Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk, die sind erstmal ganz, ganz pragmatisch und technisch veranlagt. Die wollen dann vielleicht erstmal ein Instrument ausprobieren, das ihnen die Einsatzplanung erleichtert oder dass ihnen sozusagen die Aufbereitung von Einsätzen im Nachhinein nochmal versinnbildlich, wo sie gut irgendwie Fotos tauschen können, wo sie irgendwie ihre Begeisterung für diese Einsätze nochmal untereinander diskutieren können. Also das sind ganz, einfach ganz, ganz unterschiedliche Motivationen, die dahinter stehen. Und deswegen ist mir das so wichtig, diesen Kulturwandel oder diese gemeinsame Vereinsentwicklung angepasst an die Werte und die Motivation, die intrinsischen irgendwie Motivation der einzelnen Mitglieder damit zu berücksichtigen in der digitalen Entwicklung. Das kann ich ja nur unterstreichen, was du sagst. Und das ist wirklich auch sehr interessant zu sehen, welche Art von Diskussionen sich auch so entspinnen. Also wir haben jetzt in der Entwicklung von diesem Wahltool und dieser ganzen Frage von digitalen Mitgliederversammlung auch festgestellt erstmal, dass es eine neue Überlegung gab, das war sehr interessant, an welchen Stellen müssen wir uns physisch treffen und macht es total Sinn und an welchen Stellen bleiben diese digitalen Tools eben auch erhalten? Muss man sich immer für jedes Treffen treffen oder reicht es nicht auch, wenn wir bestimmte Abstimmungen eben im digitalen Raum machen, um dann die physischen Treffen dafür zu nutzen, wirklich diesen Austausch und solche Sachen zu treffen? Und ich glaube, das ist auch vereinsübergreifend, auch wie das diskutiert wird, die Frage, was auch bleiben kann und was sich auch langfristig etabliert. Natürlich, wie du sagst, jeder in seinem Metier und mit seinen mit dem, was sozusagen im Verband auch gerade notwendig ist. Aber die Frage, was bleibt und wofür nutzen wir welche Räume? Das ist eine sehr spannende Diskussion, die, glaube ich, gut innerhalb dieser Modellprojekte auch ausgetestet werden kann. Das ist eine tolle Chance, dass wir auch dafür so viel Zeit haben. Und das, genau, dass dann eben die Feuerwehr oder wie auch immer dann am Ende halt eine coole Datenbank hat, wo sie dann irgendwie quasi Bilder tauschen kann auch und wo sich dann Ortsverbände vielleicht darüber vernetzen können und wissen, was voneinander, was da passiert, genauso wie das eben Chöre oder alle anderen Verbände tun können. Was du auch sagst, fand ich sehr wichtig, das Vorhandensein bestehender Tools. Es gibt wirklich unfassbar viele Tools bereits, die man gut einsetzen kann. Und es ist auch eigentlich sehr schön zu sehen, dass es nicht darum geht, jetzt unbedingt immer neue Software zu entwickeln oder so, weil es gibt einfach schon total viele Sachen, die auch funktionieren. Und die Frage ist ja eher, was kann man dann inhaltlich damit machen und wie kann man sie einsetzen und wie kann man sie flächendeckend einsetzen, dass eben auch alle Bescheid wissen, wie das so geht. Wir arbeiten beispielsweise
in einem Projekt der Core-Jugend mit WeChange, auch eine Plattform, die hier schon vorgestellt wurde. Also ein bestehendes Tool, was wir einfach implementieren und wo wir jetzt auch sehen, dass dadurch, dass wir es in dem Projekt machen, die einzelnen Chöre, die sich jetzt neu gründen, das ganz natürlicherweise auch eben nutzen und das für ihre eigene Arbeit ja schon gleich natürlich mitdenken, weil sie es halt gesehen haben, wie es funktioniert. Genauso wie jetzt mittlerweile alle Workshops und Veranstaltungen, die eben die Core-Jugend durchführt, begleitet werden von offenen Tools, sei es Etherpad, sei es Concept Board, sei es offene Pads, um kollaborativ zu dokumentieren. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass man eben guckt, was gibt es schon und wie kann man es so implementieren, dass es so ganz natürlich auch in Arbeitsprozesse einfließen kann, dass es halt eben ja, den Vereinsprozess unterstützt und nicht so dieser Druck da ist, jetzt immer was total Neues zu entwickeln, weil das ist im Zweifel einfach nicht das, was man braucht. Genau. Die nächsten Schritte des Prozesses dürfen wir dann vielleicht im nächsten Jahr vorstellen. Und ich glaube, wir müssen jetzt an die Regie zurück übergeben, Annette, richtig? Das ist ganz richtig. Vielen Dank für diese schöne Session.